Hallo und Shalom, liebe Geschwister im Glauben. Auch grüßt und herzlich eingeladen alle Muslime und Atheisten und Andersgläubige, die Jesus nicht nachfolgen. Jesus Christus kam in die Welt, Gott wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Doch bis heute erkennen ihn so viele Menschen nicht. Sie wissen nicht, wer er ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Warum wollen die Menschen Jesus nicht anerkennen? Warum sehen sie nicht in ihm das, was er wirklich ist? Ihr werdet ihn brauchen. Stell dir vor, du hast einen Herzinfarkt und bist tot und stehst vor Jesus Christus. Und du, was willst du ihm antworten? Was willst du ihm sagen? Ich hab nicht geglaubt, weil ich konnte nicht glauben oder ich habe die Wahrheit nicht erfahren. Oder was willst du sagen? Du hast jetzt Zeit zu sehen. Du kannst die Bibel aufschlagen und lesen, du kannst den Koran aufschlagen und lesen, du kannst die Lebensarten oder Lebensweisen von Mohammed und Jesus vergleichen und du wirst schnell merken, dass Jesus Christus sündenlos war und Mohammed nahezu alle Gebote gebrochen hat. Mohammed hat getötet. Du sollst nicht töten, töten ist nicht erlaubt. Wobei das im Koran widersprüchlich ist, weil einerseits bestätigt der Koran, dass die Gebote gelten, aber andererseits gibt es einen ewigen Befehl von Allah, alle Andersgläubigen zu töten. Jetzt kommen oft die Muslime her und sagen, im Alten Testament, in der Bibel, wurde von Gott auch befohlen zu töten. Ja, da muss ich dazu sagen, dass das eben daher kommt, dass Gott ein Volk damals bestraft hatte, weil es das Gesetz übertreten hat. Damals galt noch das Gesetz, weil Jesus noch nicht in der Welt war. Aber mit der Opfergabe am Kreuz und mit Jesus kommen in die Welt, kam die Gnade in die Welt. Und wir leben nicht mehr im Gesetz. So, ihr Muslime, ihr Atheisten, alle Menschen, die Jesus nicht annehmen, ihr braucht Jesus Christus für das ewige Leben. Ansonsten geht ihr für immer verloren. Es ist so traurig, wenn man sieht, dass die Menschen Jesus nicht erkennen. Ich wünsche mir einfach nur Frieden für das gesamte Universum, für alle Lebewesen, die in diesem Universum leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch deine Seele nicht verloren geht, auf ewig. Amen. So, Gott segne euch und einen schönen Tag noch und alles Liebe. Tschüss.